Van Gogh hat diesen Seemann nie auf dem Feld gesehen. Das Motiv hat er von einem Gemälde von Jean-François Millet, einem französischen Realisten. Aber es hat ihn natürlich zutiefst erschüttert und bewegt, denn sein Interesse, den Kreislauf des Lebens wiederzugeben, das wird durch die Symbolfigur des Seemanns repräsentiert. Der Seemann streut seinen Samen in die Erde des fetten Ackers und aus dem sprießt das neue Leben, wie die Kunst immer wieder aufs Neue ersprießt. Das ist für ihn ein Symbol des Lebens wie der Kunst selbst gewesen. Wie sie darstellt, wie er diesen Seemann so oft und oft malt und interpretiert, das nimmt sehr unterschiedliche Gestalten an. Zu dem Zeitpunkt, als er unser Hauptwerk gemalt hat, hat er sich längst abgewandt von der pointillistischen Maltechnik des Punktes. Er ist nicht mehr kleinlich und pedantisch nach einer Doktrin Punkt um Punkt zu malen vorgegangen, aber immer noch ist er treu der pointillistischen Farbtheorie. Einen ganz starken Farbkontrast. Dieses Chromgelb des Himmels, das sich mit der Sonne vereint und der tiefblaue Schatten, der sich über den Acker legt. Das ist zutiefst ein Reißelberger, ein Seurat, ein Signac-Farbbild. Die gesamte Art des Vortrages, das ist zutiefst Van Gogh. Als er aus den Niederlanden nach Paris gekommen ist, hat er dunkelbraune Bilder gemalt. Und es waren nicht von Anfang an, aber sehr bald dann die Gemälde der Pointillisten, die es ihm erlaubt haben, das Tageslicht zu erringen. Aber ebenso ist er von den ersten Werken an, die noch in pointillistischer Manier, im Montmartre, in diesem Randgebiet des Molochs Paris entstanden sind, inkonsequent gewesen. Er hat schon dort Farblinien gemischt mit Farbpunkten und er hat schon dort versucht, den subjektiven Ausdruck stärker sein zu lassen als die Objektivierung des Bildgefüges. Wir verbinden mit Van Gogh immer die Mythologie des Genies, das dem Wahnsinn nahesteht. Kein Mensch kam auf die Idee, Seurat oder Signac, diesen Herolden des Pointillismus, so etwas wie Wahnsinn zuzuschreiben. Sie lernen die wissenschaftlichen Traktate ihrer Zeit auswendig. Und so etwas wie ein sich in den Mund die giftigen Farben zu drücken, was Van Gogh gemacht hat, wäre undenkbar bei einem Signac, bei einem so überlegten, kalkulierenden Maler. Und dieses Fiebrige des Van Gogh, das merkt man, dass er letzten Endes aus einer großen inneren Erregung herausmalt. Das spürt man auch an diesem Seemann.